habe ich heute gut geschlafen heute Nachmittag? Ja Leute, heute mache ich mir einen Spargelfilettopf Bernays. Jo. Mehr gibt es dazu schon nicht zu sagen. Alles weitere, außer dass es halt vielleicht eine kleinere Portion ist, als man eigentlich machen könnte. Aber das müsst ihr euch dann. Ihr euch für sich entscheiden. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Das muss jeder für sich entscheiden, wie viel er macht. Gut, ich mache für mich bloß eine kleine Portion. Gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche. Ja, man merkt, ich bin noch ein bisschen verschlafen. Jo, da haben wir schon alles. Spargel, den kappe ich einfach, schneide bloß die vorderen Stücke, Stängel klein. Zwiebeln, Butterschmalz zum Anbrutzeln in der Karkotte, Korkotte. Ich weiß schon wieder nicht, wie man zu dem Gusseisernen sagt. Dann habe ich hier Sauce Bernays, wieder von Tommy. Eigentlich wäre mir die von Lucull lieber gewesen, aber ich war bloß unten in dem Laden. Dann habe ich noch ein bisschen Bacon in Streifen, der wird auch mit angebraten. Gewürz, Steakosaurus und ja, hier das Filet habe ich mal auch bloß ein kleines Stück geholt. War schon wieder teuer genug, muss ich sagen. Hoffentlich ist es nicht zu klein. Und das schneide ich mir jetzt einfach klein. Und tun wir das gleich in die Schüssel rein, wo ich das dann mit ein bisschen Steakosaurus von McAllister vorwürze. Oh, und fertig. Mehr muss ich mit dem Filet schon gar nicht machen. Schönes Fleisch ist es. So, dann tun wir ein bisschen Steakosaurus rein. Und das wird auch schon so ziemlich alles sein an Gewürz, was reinkommt. Und fertig. So, dann kann ich das gleich einmal rüberstellen. Kann ich aber sauber machen wieder. Und Spargel gleich schnippeln, Zwiebeln in Scheiben schneiden. Ja, und dann geht's drüben auch schon weiter am Herd. Da haben wir jetzt noch das Ganze, was übrig geblieben ist. Spargel klein geschnitten, hat mir eben im letzten Essen so gut geschmeckt in dem Römertopf mit dem klein geschnittenen Spargel, dass ich das jetzt wieder mache. Die Zwiebeln, Bacon und das Fleisch. Ja, fleischlastig ist diese Mahlzeit dieses Mal nicht, aber wird ausreichen. Dazu dann eben noch die Sauce Bernays und lange Quatsch, kurzer Sinn oder so ähnlich. Und drehen wir uns um, gehen wir rüber. Am Topf. Dann dürft ihr natürlich von Anfang an wieder dabei sein. Also sprich, ich lasse hier nichts aus. Ganz viel Butterschmalz dieses Mal. Den lassen wir jetzt erst schmelzen und dann brutzeln wir drin unser Fleisch und unseren Bacon an, bevor es mit den anderen Zutaten weitergeht. Viel ist es ja heute nicht. Sodale. Oh, ordentlich Zeug drin. Es wird ja schon halb frittiert heute. Das Bacon habe ich auch gleich mit dazu. Das ist auch Fleisch. Tun wir das jetzt einmal ordentlich anschmuggeln und dann ist es auch schon gut. Das ist wirklich mehr als mehr frittiert als gebraten, aber egal. Ich glaube, mein letztes Bernays war das mit dem Kalbsmedaillon, wenn mich nicht alles täuscht.
Da habe ich das Zeug in der Pfanne angebrutzelt. Heute habe ich mir gedacht, mache ich das direkt im Topf, in der Karkotte. Ach, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Sollte definitiv ausreichen, raus mit dem Zeug. Ja, sieht wirklich gut aus. Ja. Und hier hauen wir jetzt gleich einmal den Spargel rein, tu den einmal auch schön ja, anfrittieren. Oh, und schon ändert sich die Geruchskulisse von Fleisch in Gemüse. Das ist echt der Hammer. Also einmal schön durchbrutzeln, durchschmoren, durchfrittieren. So. Jupp, der Spargel fängt auch an Farbe zu ziehen. Dann holen wir den jetzt auch wieder raus. Ach, wie gern würde ich das jetzt in einem Schrebergärtle machen. Ja. Und zu guter Letzt haue ich noch die Zwiebeln rein. Ich tue die auch einmal schön andünsten. Und wenn die angedünstet sind, kann ich endlich den Herd runterschalten. Ja, Freunde, die Zwiebeln angeschwitzt, nicht durch, kross und lecker. Dann haue ich hier noch einen kleinen Schluck Gemüsebrühe mit rein. Hauptsächlich wächst der Flüssigkeit, dass sich der ganze Satz vom Boden wieder löst. Herd habe ich schon runtergeschalten. Der ganze Rest wieder hinein. Lecker, 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 hoffe ich. Kommen wir schon zu unserer Dingssoße hier, zur Sauce Bernaise. Also wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wenn er dazu kommt, kauft euch eine von Lukull. Die ist definitiv besser, weiß ich aber. Ja, ich wollte deswegen nicht mehr extra in der Weltgeschichte umeinander gondeln. Ich tue jetzt bloß ein klein bisschen Schluck Wasser rein und die noch ausspülen. Und mit der Tomi-Soße habt ihr jetzt ein leckeres Erlebnis. Aber ich sag's ganz ehrlich, mit der Lukull hättet ihr das Erlebnis gehabt. Ja, genau. Ein bisschen Salz noch. Und so lassen wir das Ganze jetzt einfach noch so Viertel, halbe Stunde vor sich hin köcheln und dann soll es gut sein. Ja, yummy. So, Freunde, ich erkläre mein Essen für fertig. Ein bisschen vor sich hin blubbern lassen und gut ist. Habe ich 2 Tage wieder essen, mindestens. Oh Gott. Yummy. Jupp. Da haben wir mein Tellerchen. Ein bisschen Toastbrot dazu. Dass man schön in die
Soße eintunken können. Tja, und dann probieren wir gleich einmal. Zwiebel, Spargel und Soße. Heiß. Mit Filet. Toastbrot zum Eintunken. Geil. Freunde, ein schönes, schnelles, leckeres, einfaches Essen mit Spargel und Co. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Mir hat es gefallen, das Video machen. Und das Essen gefällt mir jetzt am allerbesten. Ich gehe jetzt rüber essen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Nettes Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns. Ciao.